Brennpunkt Gesellschaft. Weil immer weniger Menschen die Kraft des Evangeliums kennen, zerfallen Solidarität und familiäre Strukturen. Drei Beispiele, wie auf kreative Weise jungen Menschen christliche Werte und Wertschätzung entgegengebracht werden. Zum Beispiel hier im Gierzliweg, einem Projekt der Evangelischen Stadtmission in Basel. Hier gehen über 100 Kinder ein und aus. Ganzheitliche Betreuung, gelebte Werte zwischen alt und jung. Was zieht Kinder an diesen Ort? Ich komme gerne ins Mittagstisch, weil sie hier gut kochen und dass ich nicht alleine daheim bin und esse. Ich komme gerne in die Bibelbox, weil es hier auch kleinere Kinder hat und weil wir dort in der Bibel lesen und über Gott erzählen. Und ich finde es einfach toll, dass ich hier Freundinnen habe und Freunde. Und ja. Kirche für Kinder. Und das eine ganze Woche lang. Funktioniert das? Und wie? Bunt, quicklebendig und fantasievoll erlebt die kommende Generation, was christlicher Glaube bedeuten kann. Hunderte von Kindern in und um Basel. Jahr für Jahr. Hier zwei Beispiele. Einmal aus Rehen, einmal aus dem Gellertquartier. Achtung, hier kommt die nächste Generation. Weizenkorn, Job Factory, Elim und Wendepunkt. Namen für christlich geprägte Organisationen und Bewegungen, die eine Antwort auf soziale Brennpunkte gesucht haben. Was wird hier gelebt und erlebt? Was motiviert Menschen zu diesem Spagat zwischen Management und Nächstenliebe? Wie kann christliche Diakonie praktisch aussehen? Vier erlebte Beispiele. Ich bin jetzt über 5 Jahre hier und ich kann gerne arbeiten. Es gibt sicher auch Momente, die schwierig sind, aber ich darf meine Grenzen immer wieder erweitern. Viele Menschen haben heute große Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden. Und auch immer mehr junge Menschen. Und Gott hat uns aufs Herz gelegt, für diese Menschen Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze und auch Hoffnung zu schaffen. Vor über 20 Jahren konnten wir das Weizenkorn gründen, wo zurzeit 160 Leute beschäftigt sind, die aus psychischen Gründen leistungseingeschränkt sind. Vor 4 Jahren wurde die Job Factory AG, eine Firma, gegründet, die Platz schafft für 120 Jugendliche, die ohne Ausbildung, ohne Lehrstelle, ohne Arbeit sind. Eine schöne Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe. Hier haben wir Schulung, Bewerbungstraining und alles Mögliche. Die helfen uns, eine Lehrstelle zu finden und so. Das ist sehr wichtig. Weil die meisten haben einfach, entweder schreiben sie eine Bewerbung und sie wissen nicht einmal, wie es richtig gemacht wird und so. Und da tun wir alles lernen. Das ist sehr wichtig.
Die Leute hier im Haus Elim kommen von der Gasse, kommen aus einer Strukturlosigkeit heraus. Diese ganze Problematik, Sucht, Problematik auch des Umgehens miteinander bringen sie hier hinein. Sie haben es nicht gelernt. Wir sind hier auf engem Raum zusammen und da gibt es schon viele Probleme, viel Hektik, viel Stress, oft auch böse Worte. Auf der anderen Seite erleben wir viele Leute, die dann auch Vertrauen fassen, die ihre Wege machen, die beginnen aufzuarbeiten und dann Schritte nach vorn machen, bis hinaus definitiver Ausstieg aus dem ganzen Drogensumpf. Für mich ist diese Arbeit eine Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen mit Menschen, die sozial keine Kontakte haben. Und ich erlebe diese Kontakte immer als sehr schön und als sehr, auch als Geschenke. Elim ist ein ganz wichtiger Teil des Hilfssystems oder des Hilfsangebots für Drogenkonsumenten und Konsumenten in Basel. Elim sucht die Leute auf, geht auf die Straße, das ist ganz wichtig. Trifft da auch Leute, die vielleicht vom restlichen System nicht mehr erreicht werden. Elim bietet auch eine also ein Zuhause für diese Leute an. Und Elim begleitet und betreut diese Menschen auch. Und das ist für uns sehr wichtig. Ich glaube, dass Liebe empfangen und Liebe weitergeben entscheidend ist in diesen Arbeiten und auch die Geduld, die Gott mit mir hat, mit anderen Menschen zu haben. Und in dieser Arbeit habe ich immer wieder empfangen und weitergegeben. Das Ziel unserer Arbeit ist, mit ausgesteuerten Arbeitslosen, psychisch Behinderten und Asylbewerbern geschützte Arbeitsplätze zu schaffen, um die Menschen wieder einzugliedern. Damit haben wir ein christliches Sozialunternehmen gegründet, mit dem Ziel, den Menschen Hoffnung zu vermitteln, in einer Welt der Hoffnungslosigkeit Liebe zu schenken durch Arbeit. Ja, das sind sehr unterschiedliche Leute, Kulturen und recht gut. Ich verstehe mich ganz gut mit diesen Leuten und macht auch Spaß. Manchmal ist es mir echt zu laut und die Sprachprobleme natürlich manchmal. Gerade weil wir ein christliches Unternehmen sind, finde ich, dass die Stiftung Wendepunkt immer wieder sich den Herausforderungen der Gesellschaft stellt und bemüht ist, adäquate Lösungen zu finden. Gemeinsam statt einsam die Erste. Seit Jahren treffen sich Verantwortungsträger aus Kirchen, Werken und Institutionen im Riener Leitertreffen. Was motiviert sie dazu? Das Leitertreffen in Rien bedeutet für mich, dass ich mit anderen Leitern zusammenkommen kann und sie kennenlernen kann. Und ich merke auch, je mehr ich die Leiter kennenlerne, desto mehr lerne ich sie zu schätzen, auch wenn ich vielleicht nicht überall gleicher Meinung bin. Und es hilft auch, um Vorurteile abzubauen und ein Verständnis gegenseitiger herbeizuführen. Zum einen freue ich mich einfach sehr, dass es dieses Treffen gibt, weil das für mich gar nicht selbstverständlich ist, dass Leiter aus verschiedensten Gemeinden, Werken hier zusammenkommen, um einander zu stärken. Nicht um Projekte zu besprechen, das gibt es auch, aber mit dem Ziel, füreinander da zu sein. Wir stehen einander nahe, unterstützen einander in diesem Dienst. Und das tut sehr gut. Und das ist für mich eine persönliche, auch seelsorgerliche Stärkung und Hilfe, worauf ich mich immer sehr freue. Gemeinsam statt einsam die Zweite. Es ist wieder Regio Praise Night. Wenn die Band gemixt aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen spielt, kommen mehr als 1000 Christen zusammen, um Gottes Größe zu feiern. Musik und Anbetung
als Brücke zwischen Gemeinden und Generationen. Welche Vision ist es, die so zu begeistern vermag? Die Region Praise Night ist als Kind aus dem Basler Leitertreffen herausgegangen, vor circa 5 Jahren entstanden, mit dem Ziel, als Christen aus der Region Basel gemeinsam Gott zu bekennen, zu feiern und anzubeten. Wir werden Jesus überall sehen. Wir werden Jesus überall.